Josef Pütz hat sein Leben lang fotografiert. Seine Kinder, seine Bahnhofstraße, sein Bulley. Wir haben unheimlich viele Fotos. Dann hat er gefilmt, was wir als Kinder gehasst haben. Hier kann man mal sehen, wie die Bahnhofstraße ausgesehen hat. Guck mal hier, noch nicht gepflastert. Das ist der Schulter. Ja, das ist immer egal. Die war noch nicht geteert. Hier sind noch Ziegelsteine an dem Trottoir entlang. Sieht man hier auch noch mal, wie wir hier am Schaufenster stehen. Ja, so war es früher gewesen, die Bahnhofstraße. Ausgekleidet. Die Familie Pütz hatte einen Malerbetrieb. Mutter Enni stand Tag ein, Tag aus hinter der Verkaufstheke. Das ist lange her. So, Mama, wir gehen ganz kurz mal einen kleinen Spaziergang die Bahnhofstraße runter. Ne? Sind gleich wieder da. Natürlich kommen wir wieder. Tschüss. Tschüss. 1984 hat Josef Pütz seinen Malerbetrieb in der Bahnhofstraße geschlossen. Er hatte das Rentenalter erreicht. Heute ist er 94 Jahre alt und noch immer jeden Tag unterwegs. Als er Kind war, machte das Café Görgen auf. Bis heute für die Bulleier Anlaufstation mitten im Dorf. Die Backstube ist sogar noch älter als das Café. Irgendwann im 19. Jahrhundert muss sich wohl einer richtig gute Kuchen- und Brotrezepte ausgedacht haben. Anja Markert backt heute noch nach den alten Rezepten. Kein Wunder also, dass es hier auch Köstlichkeiten gibt, nach denen man woanders lange suchen muss. Eine Spezialität des Hauses ist Bobbes, zu gut Deutsch Popo. In ihn packt Anja Markert viele süße Sachen rein. Das ist noch ein Rezept von meinem Vater. Dann haben wir teilweise Rezepte noch vom Opa. Da habe ich auch hier sogar noch Bücher, habe ich noch hier liegen. In dieser altdeutschen Schrift, ja, die ich mir extra habe übersetzen lassen, weil ich konnte das nicht lesen. Ja, es sind viele, die dann sagen, oh, probier doch mal zum Beispiel in die Nussecken, das ist auch noch so ein ganz altes Rezept. Probier doch mal, wenn du das so oder so machst, sag ich, nee, das bleibt so, das ist so ein Traditionsrezept und dann experimentiere ich auch gar nicht. Alles frisch auf die Theke. Auch die Pralinen. Die gibt es allerdings erst seit gut 20 Jahren, seit Anja und Jörg Markert das Café übernommen haben. Mehr als 100 verschiedene Kuchensorten haben die beiden im Sortiment. Und am besten gehen die mit einem Stück Heimat obendrauf. Der Weintraubenkuchen ist der Renner im Café Görgen. Beim täglichen Gang durch die Bahnhofstraße kommt bei Josef Pütz auch ein bisschen Wehmut auf. Einige Geschäfte haben nicht überlebt. Die Schaufenster sind leergeräumt. Zum Shoppen kommt keiner an die Mosel. Radfahrer und Wanderer steuern zur Erholung lieber die Straußwirtschaften an. Hier bedient sie die amtierende Weinkönigin von Bulley, wenn sie denn Zeit hat. Denn Maren, die Erste, ist mitten im Abitur. Aber kein Problem, ihr Vater ist ja auch noch da. Und ihre Mutter. Ein richtiger Familienbetrieb also. Dazu gehört auch Oma Renate, die sich ebenso wie Opa Dietmar noch jeden Abend unter die Gäste mischt. Er kennt seine Weine natürlich aus dem FF. Wer zum ersten Mal hier ist, kann sich aber schnell seinem Wissensstand nähern. Gleich 5 Weine auf einmal können geordert werden, inklusive einer kurzen Einführung von Königin Maren. Hoffentlich macht sie auch näher weiter. Das ist noch in weiter Ferne. Ne? Ob sie den Betrieb auch übernimmt. Die Türen stehen mir offen. Ich kann mich entscheiden, was ich machen will. Ob ich jetzt in den sozialen Bereich gehe oder vielleicht in Richtung Weinbau. Ich habe mir da schon ein paar Sachen angeguckt. Ich habe mir auch die Uni Geisheim angeguckt. Also lassen wir das alles mal so stehen. Der Opa soll das mal später erfahren. Wie es aussieht, ist der Opa guter Dinge, dass das Weingut in seinem Sinne fortgeführt wird. Manchmal wird's ganz schön eng für Josef Pütz in seiner Bahnhofstraße. Die Bürgersteige sind zugeparkt.
Vor allem rund um den Blumenladen Mohr herrscht zu Stoßzeiten Hochbetrieb. In den 1930ern bei Eröffnung lag er noch am Ortsrand, heute mittendrin. Der amtierende Chef ist der da rechts. Der Kleine ist ganz schön groß geworden. Doch nicht nur er. Paul Mohr hat angebaut, Gewächshaus um Gewächshaus. Hier stehen wir im ersten Gewächshaus. Hier sehen Sie stehende Geranien in lila, pink, orange, rosa. Hier sind wir im zweiten Gewächshaus. Hier sehen wir jetzt die Geranien in rosa, lachsfarbene, zweifarbige. Hier ist das dritte Gewächshaus. Hier sehen Sie Kappkörbchen in gelb, in lila, in rosa. Hier sind wir im vierten Gewächshaus. Hier sehen Sie Edellieschen in orange, weiß und zweifarbig. In 8 Gewächshäusern auf beiden Seiten der Bahnhofstraße ziehen die Mohrs jährlich mehr als 30.000 Pflanzen heran. Etwas viel für die 1.500 Einwohner von Bulley. Deshalb geht es auch jeden Tag rauf auf die Höhen des Hunsrücks und der Eifel. 50% ihres Umsatzes machen die Mohrs außerhalb der Bahnhofstraße, die bei ihren Einwohnern gar nicht so gut wegkommt. Leider Gottes ist mehr Negatives eigentlich, statt mehr Geschäfte zugemacht haben, wie das jetzt neue dabei kam. Ja, die Bahnhofstraße, die wird immer weniger. Die Geschäfte machen alle zu. Hier sind 2 Wirtschaften, die haben schon zugemacht, Textilgeschäfte zugemacht. Es ist nicht gerade so, dass es hier so floriert. Wir sind eben auf dem Lande, aber da geht es eher ein bisschen zurück. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch mal in der nächsten Zeit. Bei aller Schwarzmalerei, die Bahnhofstraße hat auch viel Buntes zu bieten. Und das direkt vor der eigenen Haustür. Zeit für kleine Gesten nach 62 Ehejahren. Gratulierst du mich? Ja. Nein, ein Dankeschön soll das sein. Ein Dankeschön. Ich werde ohnmächtig. Ja. Schön. Schönes Träumchen. Ja, sehr schön.